genau dasselbe, wie wir es beispielsweise machen mit dem Superior Life Meter, was wir jetzt die nächsten Tage haben werden auf der Yacht. Da zahlt auch keiner was. Das ist auch ein Bonus, Freunde. Wir übernehmen alle Kosten. Kommt einfach, habt eine geile Zeit. Connectet euch, seid untereinander, talkt, schließt Freundschaften, was auch immer. Ihr seid umgeben von Gleichgesinnten. Und das ist der Punkt, Freunde. Diese Bonusse sind wirklich extrem, extrem profitabel. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wünschte, ich hätte euch schon früher mitgenommen, aber leider war ich komplett wasted, ich war komplett K.O., ich konnte nichts machen. Ich habe wirklich den ganzen Flug über, wie man es wahrscheinlich auch unschwer erkennen kann, geschlafen, weil es mich einfach vor dem Flug extrem erwischt hat. Ich bin sehr stark krank geworden. Ich kriege kaum Luft durch die Nase und so weiter. Also schon extrem anstrengend, aber genau deswegen ist top. Deswegen hier mit Business Class sind, nur kurz umgeführt. Ja, und dazu mache ich auch noch morgen einen Talk, weil wir sind jetzt schon fast in der Luke, sind jetzt gelandet. Noch morgen einen Talk dazu, warum es so extrem vorteilhaft ist, natürlich Business Class zu fliegen. Klar ist es so oder so vorteilhaft, das weiß jeder, aber auch, dass es den Preis wert ist und dass, wenn solche Situationen auftauchen wie heute beispielsweise, dass ich einfach extrem kaputt bin, krank bin und eigentlich wollte ich auf dem Flug arbeiten, aber dann trotzdem noch recovern kann, anstatt dass ich jetzt in einer Sardinenbüchse sitze und komplett wasted bin und dann aus dem Flugzeug aufsteige und mir geht es noch schlechter, habe ich mich halt eben ein bisschen hier drin erholen können. Aber ja, wie gesagt, dazu kommt ein bisschen mehr morgen. Ich hoffe, dann geht es mir schon wieder besser. Und ansonsten, Freunde, genießt den Vlog. Dubai, wir sind back. Wahrscheinlich bin ich auch gleich letzten oder je nachdem. Ja, das ist so. So, Freunde, wir sind in Dubai angekommen. Mir geht es mittlerweile besser. Leider habe ich Charlene angesteckt und jetzt geht es Charlene ein bisschen schlecht, aber kann man leider nichts machen. Das, was aber gut ist, beziehungsweise was ich euch noch sagen wollte zum Thema Business Class, ist, Freunde, ihr habt die Möglichkeit, dort entweder geil zu grinden. Das heißt, ihr seid nicht einfach nur 6 Stunden lang wasted in irgendeiner Sardinenbüchse und seid komplett abgefuckt, sondern habt ihr Möglichkeit zu grinden. Oder wenn es euch schlecht geht, wie mir beispielsweise, könnt ihr euch auch auf diesem Flug erholen. Das heißt, ich konnte einfach mir ein paar Tees bestellen, ich konnte mich zurücklehnen, mir irgendeinen Film machen oder was auch immer und einfach schlafen und mich erholen. Deswegen bin ich auch jetzt schon wieder, sage ich mal, gesund, weil ich eben diese 6 Stunden lang nicht komplett wasted, abgefuckt, noch mit Mental Damage am Start war, sondern ich war komplett in aller Seelenruhe am Chillen und konnte mich erholen. Und das ist der Vorteil am Business Class, Freunde, das müsst ihr wirklich verstehen. Es ist nicht einfach nur, dass man ja ein bisschen bequemer sitzt, paar Stunden lang, sondern du hast, wie gesagt, die Möglichkeit, dich zu erholen oder halt eben zu grinden. Du kommst nach diesen 6 Stunden auf jeden Fall frisch an und kannst danach auch den Tag noch ordentlich nutzen. Und das, was ich euch noch mitgeben kann als Business Advice, ist es, Freunde, schaut mal, was wir in der Business Class hier bekommen haben. Einmal hier für Männer und auch noch hier für Frauen, die ich sogar geiler finde. 2 Bulgari Bags, Kulturtaschen sind das, denke ich mal. Mit ein bisschen Inhalt, hier seht ihr ein paar, bisschen Papier, also Taschentücher, Rasierschaum, Deo, hier, was ist das denn? Aftershave von Bulgari, dann Body Lotion von Bulgari, ein Rasierer, dann hier noch, was ist das, ein Parfüm von Bulgari, dann hier noch ein bisschen was, Dental Kit, Kamm und so weiter. Und im Endeffekt macht das einfach nur die Experience besser. Es ist ein Bonus. Und das ist die Business Lesson. Gibt immer einen Bonus, egal was ihr anbietet. Ein Bonus ist ein Muss. Spart nicht so krass. Gibt ein bisschen auch von dem Profit wieder zurück. Das ist genau dasselbe Spiel wie bei beispielsweise Rituals, wenn das jemand von euch kennt. Die haben so ein bisschen Spa-Produkte. Da kaufst du ein, weiß ich nicht, ein, keine Ahnung, ein Body Scrub oder sowas und dann kriegst du noch 3, 4 Sachen dazu, einfach nur um die Kundenbeziehung etwas zu stärken, weil die dann wissen, du wirst ein Kunde sein, der immer wieder kommt, weil sie auch überzeugt von ihren Produkten sind. Und hier genau dasselbe. Dieser Bag, weiß ich nicht, Einkaufspreis für Emirates mit der Tasche und dem Inhalt, weiß ich nicht, 50 Euro oder sowas. Die haben ein bisschen vom Profit ausgegeben, um mir einfach eine bessere Experience zu geben. Und wie gesagt, auch hier nochmal für Frauen, für Charlene auch nochmal. Das heißt auch individuell. Nicht jeder kriegt dasselbe, sondern Männer kriegen was anderes als Frauen. Auch nochmal geil. Und das ist genau dasselbe, wie wir es beispielsweise machen mit dem Superior Life Meter, was wir jetzt die nächsten Tage haben werden auf der Yacht. Da zahlt auch keiner was. Das ist auch ein Bonus, Freunde. Wir übernehmen alle Kosten. Kommt einfach, habt eine geile Zeit. Connectet euch, seid untereinander, talkt, schließt Freundschaften, was auch immer. Ihr seid umgeben von Gleichgesinnten. Und das ist der Punkt, Freunde. Diese Bonusse sind wirklich extrem, extrem profitabel, wenn es darum geht, dass es im Kopf hängen bleibt.
und natürlich auch gleichzeitig wieder das Kundenerlebnis einfach extrem steigert. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall wirklich, wirklich zu Herzen nehmen. Also denkt nicht einfach nur extrem profitorientiert, sondern gibt auch etwas zurück, um einfach die Experience besser zu gestalten, Freunde. Ich kann das nicht groß genug schreiben. Viele Leute sind so Pfennigfüchse, die dann einfach jeden Shit da, jeden einzelnen Penny zählen und Hauptsache Profit. Aber Freunde, so werden Beziehungen nur kurzfristig sein und die Leute werden es auch merken. Deswegen ist es immer, sage ich mal, nicht verkehrt, wenn man immer wieder was zurückgibt. Vor allem auch, wenn man nicht damit rechnet, weil wir haben jetzt beispielsweise damit nicht gerechnet, auch wenn wir es schon ein paar Mal bekommen haben. Man kriegt es aber nicht auf jedem Flug. Aber es ist immer wieder etwas Geiles, wo man sich einfach nur freut. Und ja, Freunde, das solltet ihr euch auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Und jetzt machen wir uns ready. Ihr habt uns schon gesehen in den Klamotten. Wir sind am Grinden gewesen. Jetzt machen wir uns ein bisschen fertig. Wir müssen in die Mall. Wir brauchen ein neues Kameraobjektiv. Und ansonsten checken wir noch ein bisschen was ab, was sonst noch so in der Mall abgeht. Jam ist erstes Mal in Dubai. Und deswegen müssen wir dem auch ein bisschen natürlich die Stadt zeigen. Ein bisschen, ein bisschen rüberbringen, was hier so in Dubai überhaupt abgeht. Deswegen, Freunde, wir sehen uns wahrscheinlich auf dem Weg zur Mall oder in der Mall. Keine Ahnung. Was sind deine ersten Eindrücke zu Dubai? Das ist brutal. Ich komme aus Berlin, Digga. Ich dachte, ich habe alles in meinem Leben gesehen, aber da habe ich nichts gesehen, Digga. Dubai auf jeden Fall noch nicht. Na, guck mal, Jam, first time push. Boah, immer wieder geil anzusehen, oder? Was ist das Ding jetzt einfach 30 Kilometer weit weg oder kann man da so hingehen? Ja, du kannst hingehen. Ja, Freunde, wir sind im Sony Store. Wir brauchen, wie gesagt, die neue Linse für die Kamera. Eine 2470er GM2. Richtig geile Linse. Ihr werdet da auch geile Shots mit sehen, auf jeden Fall. Und dann hier noch was Geiles geholt. Charlene und ich haben heute 5. Jahrestag, aber leider ist Charlene krank, deswegen können wir nichts machen. So, Freunde, wir sind am Ende sind wir fündig geworden. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen mit den Leuten. Im Endeffekt, seht ihr, wir haben den Bag bekommen, wir haben die Linse bekommen. Da kommt auf jeden Fall geiler Shit auf euch zu. Auch mit der neuen Linse. Ist geil für B-Roll, ist mehr Cinematic und so weiter. Sorry, Boy. und im Endeffekt, gehen wir jetzt zum Driver. Wir können einmal nochmal ganz kurz hier rüber swipen, Digga. Einmal kurz den Anblick genießen. Oh, geil. Ist immer wieder nice, es zu sehen, Freunde. Und was soll ich euch erzählen, Freunde? Ihr habt Dubai-Vlogs gesehen und dies und das. Ich kann euch Bursch zeigen, Mall zeigen. Brauchen wir alles nicht, Freunde. Es geht hier drum um die psychologischen Nuggets. Und vielleicht talken wir gleich noch. Gleich kommen noch zwei Superior Life, wenn wir die auch gerade in Dubai sind. Kommen gleich noch zu uns vorbei ins Loft. Und ja, mal gucken, Digga. Vielleicht chillen wir ein bisschen, essen was. Spielen vielleicht ein, zwei Runden FIFA, was auch immer. Schauen wir dann letztendlich, was auf euch zukommt, Freunde. Vielleicht werdet ihr davon ein paar Clips sehen. Ja, und ansonsten denke ich mal, war es das für den Vlog. So, Freunde. Und Charlene hat jetzt ihre Tasche ausgepackt. Und dann wollte ich auch euch mal einfach zeigen, Freunde. Und dann seht ihr die Tasche hier. Boom. Sehr, sehr fresh. Schlangenleder. Sieht heavy aus, oder? Was sagt ihr? Ja, auf jeden Fall. Sieht crazy. Mies aus, Digga. Genau. Und selbst für diese Tasche hier. Und der ist level to this game, guys. Schlangenleder. Musst du natürlich immer zertifizieren. Mit jedem Shit, falls du am Traveln bist. Das soll schon mitnehmen jetzt eigentlich, ja, ne? Ja, egal wo du hingehst. Egal wo du hingehst, weil sonst sagen die, ey, du hast da, keine Ahnung, Animal Trafficking oder so eine Shit, ne, wahrscheinlich. Dann hast du hier die ganzen Zertifikate, falls jemand fragt, wie, wo, was los ist, ne? So. Ist auf jeden Fall geil, heavy. Sieht auf jeden Fall mies fresh aus, oder? Boah. Ja. Auch mit dem Bändchen, ein sehr, sehr schönes Detail, das muss man hier noch abschneiden. Noch dazu kommt, ne, also ja, genau. Zusätzlich zur Tasche und der Verschluss. Oh, heavy, und hier ist die, geil. Die Details. Ja, und hier ist unser Spielzeug für gute Production. Und das ist mein Spielzeug. Genau, das ist dein Spielzeug. Ja, hier haben wir unser Spielzeug. Genau. Zeig mal hier, close up. Sieht schon heavy aus. Wahrscheinlich werden wir jetzt die Linse nehmen. Und ihr werdet genau jetzt mal ein paar Clips haben. Und dieses System lehrt uns, was normal ist und was akzeptabel ist. Doch was, wenn das, was uns als normal verkauft wird, in Wirklichkeit nur ein Käfig ist, der die Entfaltung unseres Potenzials einschränkt? Also schauen wir uns das jetzt mal genauer an. So, Freunde, gepflegte Unterhaltung. Wir chartern jetzt die Yacht, aber das alles werdet ihr erst im nächsten Vlog sehen. Also, Freunde, abonniert und bla 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 bla. Nächsten Vlog, wir sehen uns auf der Yacht, Freunde. Let's go.